Toleranz, Liebe, Religion, Islam. Herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung Aspekte des Islam. Im Namen Allahs, des Gnädigen und des immer Barmherzigen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sehr geehrte Zuschauer, herzlich willkommen zu unserer weiteren Sendung Aspekte des Islam live hier auf Tide TV, dem Bürgerkanal Hamburgs. Unser heutiges Thema lautet die Existenz Gottes. Und heute bei uns zu Gast Sami Josifov. Er unterrichtet an der Universität Hamburg in einem Oberseminar angehende Lehrer, die Fächer jüdische Religion und Ethik. Er ist heute der Vertreter des Judentums. Herr Josifov, vielen Dank, dass Sie bei uns sind. Einen schönen guten Abend. Guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Des Weiteren ist heute Abend bei uns zu Gast Herr Hadayatollah Hübsch. Er ist seit 1970 Ahmadi-Muslim und deutscher Schriftsteller. Er war Mitglied des Ethikausschusses in Hessen und ist nun Imam der Nur-Moschee in Frankfurt. Herr Hübsch, Assalamu alaikum. Vielen Dank, dass Sie bei uns sind. Friede mit Ihnen. Sehr geehrte Zuschauer, mein Name ist Sami Koka und werde Sie durch diese Sendung begleiten. Sie haben auch heute wieder die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen zu dem Thema die Existenz Gottes oder auch allgemein zu dem Thema Islam oder Judentum. Stellen Sie Ihre Fragen per Telefon. Die Telefonnummer wird auch noch einmal eingeblendet. Ich nenne sie auch noch einmal. Das ist die 040 für Hamburg, 325-99-0399. 040 für Hamburg, 325-99-0399 lautet die Telefonnummer. Oder Sie schicken uns eine E-Mail an aspekte@tidenet.de. aspekte@tidenet.de lautet die E-Mail, wenn Sie Fragen haben. Diese Fragen gelangen dann hier ins Studio und wir werden dann versuchen, mit den beiden Gästen diese Fragen zu beantworten. Und auch an allesislam.de, unsere Homepage, wo Sie diese Sendung auch live sehen können. Auch dort haben Sie die Möglichkeit, unter dem Livestream ist ein Textfeld erstellt worden, Ihre Fragen zu stellen und die kommen dann hier zu uns in das Studio. Und wir möchten nun mit dem Thema beginnen, die Existenz Gottes, und möchten dazu einen kurzen Beitrag zeigen, den wir erstellt haben. Aber ich sehe gerade, dass es dazu noch einige technische Probleme gibt und möchte dann die erste Frage an Herrn Josifov weitergeben. Herr Josifov, wie wichtig ist der Glaube überhaupt an Gott? Das ist die Hauptfrage in allen Religionen. Die Glaube ist nämlich, gibt Kraft, und zwar wiefern. Wenn man eine Probleme hat, wenn man in Bedrängnis gerät, man wendet sich an die Familie, an Freunde, Bekannte, Ärzte. Wenn alles nicht hilft, die letzte Instanz ist immer da oben, der Allmächtige. Und jeder Mensch, auch diejenigen, die überhaupt an nichts glauben, die Atheisten, das nenne ich auch eine Art Religion. Weil man braucht immer, wenn man selbst nicht weiß, wie man weiterkommt, immer, man wendet sich an eine obere Instanz, die ihm helfen sollte, diese Bedrängnis, diese Schwierigkeiten zu überwinden. Mhm. Herr Hübsch, wie sieht es im Islam aus? Wie wichtig ist der Glaube an Gott? Glaube ist dem Menschen angelegt in seiner Natur. Der Mensch kann ohne Glauben nicht leben. Wenn ich nicht meiner Mutter glaube, dass sie mir Milch gibt, dann will ich ja verzweifeln, als Baby schon. Also Glaube gehört zum menschlichen Leben dazu. Und wenn der Mensch heranwächst, dann wird ihm der Glaube an Gutes und an Schlechtes deutlich. Und schließlich kommt er durch das Denken dazu, dass es einen Grund für seine Existenz geben muss. Das heißt, er ist ja nicht von sich aus auf die Welt gekommen, er ist geboren worden, bevor ihm sind Menschen geboren worden. Und so wird der nachdenkliche Mensch zum Glauben kommen, dass es einen Schöpfer gibt. Das ist im Koran so geschrieben, dass über das Denken, über die Vernunft der Mensch zum Glauben kommt. Und Gott ist derjenige, der den Glauben an ihn selbst dann verleiht. Wie sieht das in den Religionen bei Ihnen aus? Muss man an Gott glauben oder ist das eher eine freiwillige Angelegenheit? Im Judentum, der wichtige Satz im Judentum ist, Schma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Höre Israel, unser Gott ist der Einzige. Mhm. Das ist das Bekenntnis zum Judentum, zu einem Gott, zu dem Monotheismus. Judentum ist eigentlich die älteste monotheistische Religion auf dieser Erde. Von Judentum auch haben sich gebildet auch Christentum und Islam.
Und wir alle drei monotheistische Religionen haben einen gemeinsamen Vater, das ist der Abraham. Davor gab es Adam und Eva, die sind auch unsere Ururväter. Danach kam es auch Noah mit seiner ganzen Familie und das sind auch unsere alle Vorväter. Insofern alle monotheistische Religionen, die drei abrahamitische Religionen sind Geschwisterreligionen, die eigentlich die gleiche Wurzel haben. Wie sieht es mit dem Glaubensbekenntnis im Islam aus, Herr Hübsch? La ikraha fi din. In Glaubensdingen darf es keinen Zwang geben. Niemand muss glauben. Glaube ist eine Sache der Freiwilligkeit, eine Sache des Menschen selbst. Und wenn ich glauben will, brauche ich glauben. Es heißt im Heiligen Koran, lass den gläubig sein, der will, und den ungläubig sein, der will. Also Glaube ist eine Sache der Freiwilligkeit, weil es ist unmöglich, jemanden zum Glauben zu zwingen. Ja. Er mag äußerlich von seiner Zunge her einen Glauben bekennen, aber was in seinem Herzen ist, das weiß Gott allein. Und wahrer Glaube muss im Herzen wurzeln. Und von da gesehen ist es unsinnig zu denken, dass ein Mensch gezwungen werden kann oder glauben müsste. Ja, im Judentum ist sehr ähnlich, um nicht zu sagen, genau das Gleiche. Das Glauben im Judentum ist nicht nur eine Sache des Kopfes, sondern zusammen mit dem Herz. Beide zusammen führen uns in der Richtung. Wie gesagt, zu glauben ist keine Pflicht. Jeder muss für sich selbst entscheiden. Aber ich behaupte immer noch, dass auch Leute, die meinen, die glauben an nichts, sondern die glauben nicht an Gott, in Stunde des Notes, die wenden sich doch an diese obere Kraft, um Hilfe zu bitten, um ihm beizustehen. Im Judentum, der Allmächtige hat kein Geschlecht. Wir wissen nicht, wie er aussieht. Wir wissen nur, dass es eine Macht ist, die da war, bevor überhaupt irgendwas da war und da sein wird, wenn alles weg ist. Für uns ist diese Macht, die alles kreiert hat und da bleiben wird, auch wenn alles weg ist, das ist für uns diese allmächtige Gott. Ja. Sie sagten eben, dass Menschen auch in der Not dann notfalls sich doch an Gott wenden. Aber ist es nicht dann schon zu spät? Zu spät, sich an Gott zu wenden, ist nie. Das ist in unserer Natur so gegeben worden. Wir suchen immer Hilfe, wenn wir in eine Situation geraten, die wir selbst nicht meistern können, die wir aus diesen Zwielichten, die Gegebenheiten nicht rauskommen. Da versuchen wir uns Hilfe zu holen von anderswo, von außen, von anderen Leuten. Und wenn das auch gar nicht hilft, die allerletzte Instanz ist da oben. Dafür beten die Juden dreimal am Tage zu der Allmächtigen, diejenigen, die es glauben. Und diejenigen, merkwürdigerweise, die auch meinen, auch, die sind nicht gläubig. Man sieht es genau, wo sie große Probleme haben, doch in das Gotteshaus, in die Synagoge gekommen und ihre Gebet zu machen, praktisch um Hilfe und Gnade und Barmherzigkeit von der Allmächtigen zu holen. Herr Hübsch, alles hat einen Ursprung. Alles wurde mal erschaffen. Wie sieht es mit Gott aus? Kann man da eine Aussage treffen? Wie wurde Gott selbst erschaffen? Kann man da irgendwas sagen? Das ist eine Kinderfrage. Aber erwachsene Menschen wissen, dass alles, was geschaffen ist, sterblich ist. Und dass Gott nicht geschaffen wurde und auch nicht stirbt. Das unterscheidet eben Gott vom Menschen. Ja? Die Schöpfung ist geschaffen und vergeht. Aber Gott ist der Schöpfer. Und er ist nicht geschaffen und vergeht nicht. Josef, wie kann man sich Gott vorstellen? Wir stellen uns Gott nicht als einen Mensch, sondern als eine Macht, die über uns alle steht, über die ganze Welt, über die ganze Menschheit und über das ganze Universum. Manche Wissenschaftler, vor allem die Physiker, meinen, die glauben weniger an Gott, sondern die Kreation ist... Die Erschaffung der Welt, die Schöpfung der Welt ist eine Sache der Entwicklung von da. Aber die Frage ist immer, was war vor der ersten Zelle, die auf unserer Erde war? Was war überhaupt, bevor irgendwas war? Und da hatte die Physiker, hat die Wissenschaftler, hat die Naturwissenschaft überhaupt keine Antwort. Die fangen von einem Punkt, wo irgendwas kreiert ist. Aber was war davor, haben sie keine Antwort. Und unsere Antwort, die Gläubigen, die Juden, also ist, dass diese Macht da war, bevor überhaupt irgendwas war. Und übrigens, diese Macht,